Herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser-Date-Video auf meinem Kanal. Heute ist der 21. Samstag, der 21. September und gestern waren hier in Berlin über, ich weiß gar nicht, 200.000, in Deutschland waren es über 1 Million Menschen auf der Straße gegen den Klimawandel. Und da habe ich gedacht, ich spreche mal mit dir, Professor Dr. Michael Braungart. Du hast verschiedene Professuren, du hast vor vielen Jahren das Cradle-to-Cradle-Prinzip erfunden. Du bist mit der Umweltthematik seit den 80ern beschäftigt und plötzlich gelingt es, Millionen Leute auf die Straße zu bringen mit dieser Thematik. Kommt man sich da irgendwie blöd vor, wenn man schon seit 30 Jahren unterwegs ist? Also das Thema gibt es schon lange. Es gibt ja auch den Film von Al Gore, Die unbequeme Wahrheit, wo auch in den USA Millionen Menschen auf die Straße gegangen sind. Das sind immer so Wellenbewegungen. In Deutschland ist es jetzt ein Thema, weil man meint, die Wiedervereinigung ist jetzt irgendwie bewältigt und jetzt kann man sich sozusagen neuen Themen widmen. Das Klimaproblem ist ja eigentlich auch kein Klimaproblem, sondern ein Missmanagement von Kohlenstoff. Nur 2,4% der Erdkruste sind Kohlenstoff und wir sind zu dumm und geben das in die Atmosphäre, wo 95% aller Materialien, die wir brauchen, eigentlich Kohlenstoff brauchen. Man denkt jetzt, sei Klimaschutz, wenn man ein bisschen weniger fliegt oder ein bisschen weniger heizt oder ein bisschen weniger sonst Energie verbraucht. Das ist aber kein Schutz, das ist nur ein bisschen weniger Zerstörung. Das wäre so, wenn ich sagen würde, es ist Kinderschutz, wenn ich mein Kind nur 5-mal schlage, anstatt 10-mal. Ja. Also wir müssen ganz anders dran gehen. Wir müssen uns den Kohlenstoff aus der Atmosphäre wieder zurückholen. Wie holt man sich das wieder zurück? Man muss zum einen Boden aufbauen. Über die Hälfte des Kohlenstoffs ist im Boden, nicht im Öl. Und wir haben eine Landwirtschaft, die zum Beispiel, wenn man Mais anbaut, bis zu 40 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr verliert. In den letzten 150 Jahren ist die Hälfte des gesamten Humus dieses Planeten durch unsere völlig perverse Landwirtschaft verloren gegangen. Das heißt, wir brauchen eine völlig andere Landwirtschaft. Das ist das Erste, eine Landwirtschaft, die Boden aufbaut durch die Photosynthese, das den Kohlenstoff wieder aus der Atmosphäre zurückholt. Aber das wird nicht reichen. Wir werden künstliche Bäume brauchen. Das heißt, wir müssen das Kohlendioxid ausfrieren. Bei minus 78 Grad kann man es aus der Luft ausfrieren und man kann gleichzeitig den Wasserdampf ausfrieren und kann daraus dann Methanol zum Beispiel herstellen für Brennstoffzellen. Gestern hat die Koalition ein großes Klimapaket beschlossen, in dem es darum geht, dass man die Autos anders besteuert. Das Benzin soll teurer werden und ich glaube, Fliegen auch noch und die Bahnen um 7% Mehrwertsteuer billiger oder sowas. Hat das irgendwas mit dem Problem zu tun? Ja, es ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings ist es so, wie wenn ich jetzt morgen in Hamburg sein müsste, von Berlin schon mal loslaufe. Und dann sagen Sie auch, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Also mit solchen Schritten wird man natürlich nie ankommen, auch wenn es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Es ist ein falsches Grundverständnis. Höchste Priorität muss eine andere Landwirtschaft sein. Bei uns oder auf der Welt? Ja, zuerst natürlich bei uns, auch weil wir ja diese Form von industrialisierter Landwirtschaft ja weltweit exportieren. Es blutet uns das Herz, wenn wir den Amazonas absterben sehen und verbrennen und abholzen sehen, aber wir sind der Hauptgrund. Europa importiert allein aus Brasilien die Fläche Frankreichs als Futtermittel jedes Jahr. Und diese Böden sind für Futtermittel einfach nicht geeignet. Das heißt, man kann 3-4 Mal ernten und dann muss man weiter Regenwald zerstören. Also wir sind das Hauptproblem dabei. Ein Hektar Algenanbau an einer Fassade in Berlin zum Beispiel ist 80 Mal produktiver als Mais, also auf einer Fläche. Einen Hektar Fassade kann ich so viel anbauen wie 80 Hektar Maisanbau. Das ist einfach das gesündeste Eiweiß, was man aus Pilzen oder aus Algen bekommen kann. Also wir müssen die Landwirtschaft umstellen und fragen, was ist gesundes Essen und nicht, wie kann ich das Bestehende etwas produktiver machen, etwas weniger schädlich. Für weniger schädlich sind wir viel zu viele Menschen auf der Welt. Das sind ja auch Produkte, wahrscheinlich, was du jetzt gerade nennst, die du mitentwickelst, mit Firmen. Also wahrscheinlich gibt es diese Fassaden, so wie ich dich kenne. Deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir nochmal für diejenigen, die das Cradle-to-Cradle-Prinzip nicht kennen, das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Cradle-to-Cradle heißt von der Wiege zu Wiege, anstatt von der Wiege zu Bahre zu denken. Alle Dinge werden Nährstoffe, nicht Nullabfall, sondern alles wird so gemacht, dass es nützlich ist. Alle Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, Waschmittel werden so gemacht, dass sie in biologische Kreisläufe zurückgehen können. Also nicht nur nicht giftig, sondern nützlich. Das heißt, dass die Natur sich freut an dem Abrieb von Reifen oder von Bremsbelägen. Alles, was nur genutzt wird, wie Waschmaschinen, wie Fernseher,
die werden ja nicht verbraucht, die werden nur genutzt, werden so gemacht, alle diese Dinge, dass sie in der Technosphäre nützlich sind. Also es werden technische Nährstoffe und biologische Nährstoffe. Es gibt also keinen Abfall mehr. Aber es geht nicht um Nullabfall, denn bei Nullabfall denke ich immer noch an Abfall. Also es geht darum, alles als Nährstoff zu denken, nützlich zu sein, nicht weniger schädlich. Also das, der Abrieb, der muss irgendeinen positiven Effekt haben, ja, natürlich, wenn er abgerieben ist. Ja klar, Bereich. Also weil es ja in biologische Systeme gehen. Er kann zum Beispiel Humus bilden oder er kann dafür sorgen, dass zum Beispiel seltene Pflanzen gedüngt werden. Ja. Oder dieser Abrieb könnte durchaus Plankton sein, wo sich Algen und Bakterien anlagern können und die Nahrungskette unterstützen, wenn es perfekt abbaubar wäre. Es muss nur so gestaltet werden. Also Dinge, die verschleißen, auch Textilabrieb. Ich untersuche Austern zum Beispiel seit 14 Jahren und jede Auster enthält mindestens 1500 Mikroplastikteile. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt das Problem Plastik im Weltmeer lösen will, muss ich nur genügend Austern essen. Aber das ist so ähnlich wie das Klimaprogramm der Bundesregierung. Das hilft nicht wirklich viel. Das heißt, alle Dinge, also die verschleißen, gehen in die Biosphäre. Alles, was nur genutzt wird, geht in die Technosphäre. Alles wird Nährstoff, es gibt keinen Abfall. Und das Wichtige ist, dass die beiden sich nicht vermischen sollen. Ja, natürlich. Kupfer zum Beispiel ist in biologischen Systemen extrem giftig, wird trotzdem immer noch im Biolandbau eingesetzt. In der Technosphäre ist Kupfer endlos verwendbar als technischer Nährstoff. Also wenn ich zum Beispiel hier, das muss ich ja zugeben, ich habe so eine Hose, die mir besonders gut passt, aber ich glaube, dass die elastisch ist. Da ist dann wahrscheinlich irgendwie Baumwolle und ein Plastik drin oder sowas. Ja, die Baumwolle muss dann mit einem Plastik versehen werden, was perfekt biologisch abbaubar ist. Und das gibt es auch. Das gibt es auch. Ja, ja, natürlich. Also die eine große Textilkette hat unsere Jeans mit solchem Plastik, was elastisch ist und sich biologisch perfekt abbaut, herausgebracht. Und für weniger als 20 Euro ist das auf dem Markt. Das geht also und es kann dann auch in Indien gefertigt werden. Und das Abwasser ist deshalb so gut geeignet, dass man es gar nicht reinigen muss, dass man es direkt zur Bewässerung verwenden kann, weil alle Zutaten dafür gemacht werden für die biologischen Kreisläufe. Also ich meine, das alles, wovon wir hier reden, ist ja nicht irgendwie utopisches Gefasel, sondern das ist ja alles... Nein, es gibt schon 11.000 Produkte auf dem Markt. Kann man sich da irgendwo kompakt informieren? Ja, man muss im Internet nur unter Knödel to Knödel, nein, unter Cradle to Cradle nachgucken und dann findet man das. Da gibt es auch eine Zertifizierung schon von etwa 11.000 Produkten und das ist vom Möbelstück bis zum Schuh oder bis zum Kleidungsstück, eigentlich praktisch alle Gegenstände des täglichen Bedarfs, bis zum Toilettenpapier und Fernseher gibt es schon Cradle to Cradle. Nochmal zurück zu diesem Klimathema. Es ist davon die Rede, natürlich, dass Verzicht nötig ist, dass man sich einschränken muss und die Kritiker dieser Haltung sagen, das führt zu Deindustrialisierung und wir landen wieder in der vorindustriellen Zeit. Ist das die einzige Lösung? Ja, zuerst mal sollte man einen Schritt zurückgehen. Klimaneutral ist ja so ziemlich das Dümmste, was man eigentlich sein kann. Klimaneutral kann ich nur sein, wenn ich nicht existiere. Kein Baum ist klimaneutral. Das heißt, wir wollen dümmer als Bäume sein. Ein Baum ist immer gut fürs Klima. Ja, er ist klimapositiv. Das heißt, wir müssen lernen, nützlich zu sein für den Planeten, nicht ein bisschen weniger schädlich. Weniger schädlich sind wir zu viele. Klimaneutral, das hat mit Religion zu tun. Sowohl im Islam wie im Christentum, im Judentum sagt das, du bist böse. Und ich meine, bei dir mag es ja zutreffen. Ja. Und nur Gott kann dich erlösen, darum kann ich gar nicht gut sein, ich kann nur weniger schlecht sein. Und wir geben das als Schutz aus, wenn wir weniger zerstören. Dafür sind wir aber zu viele. Wir müssen lernen, dass wir die Eingeborenen auf dem Planeten sind. Das heißt im Klartext? Das heißt im Klartext, wir schauen uns ein bisschen Kohlendioxid an, anstatt dass wir das gesamte Thema anschauen. Ich habe es erst richtig begriffen als Nährstoffmanagement, als ich in China 2 Jahre gearbeitet habe. Wenn man in China auf dem Land eingeladen ist zum Essen, dann erwarten die Leute bis heute, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen, denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. China musste nicht ständig die Nachbarn überfallen, weil sie in der Lage waren, ihre Nährstoffe wirklich in Kreisläufe zu bringen. Wissen die Grünen oder weiß Greenpeace diese Dinge, die du da erzählst? Ja, ich meine, die Grünen sind halt so eine Wellnesspartei geworden. Davon, das ist ja auch ganz nett, aber ich treffe dann den Herrn Habeck am Bahnhof hier in Berlin mit einer Freitagtasche. Freitag ist... Hört sich natürlich gut an, damit ist er Freitag for the future sozusagen. Stinkiges PVC aus LKW-Plan, ja, und mit den giftigsten Weichmachern, die man sich vorstellen kann. Also wenn ich diese PVC-Tasche nehme, davon daraus Schultaschen für Kinder machen, dann könnt ihr nachher protestieren. Aber in den letzten 30 Jahren, wo es bekannt war, hat sich die Fruchtbarkeit der jungen Männer halbiert. Und dann läuft ein Herr Habeck mit dieser PVC-Tasche durch die Gegend und fühlt sich gut, weil er Recycling macht. Besser als, wahrscheinlich besser als, keine
Ahnung, was würde man sagen? Nein, gar nicht. Da ist mir jede ehrliche Kindersende eigentlich lieber, weil dann weiß ich, wo ich dran bin. Das ist Kindsmissbrauch im eigentlichen Sinne. Okay. Und wenn ich aus dieser LKW-Plane eine Tasche mache, dann kann ich nachher diese giftigen Weichmacher und vor allem Cadmium und Blei, giftigste Schwermetalle, die dort im Prozentbereich drin sind, bekomme ich dann in Hausmüll. Mhm. Wenn ich die LKW-Plane getrennt entsorgen würde, würde ich zumindest nicht im Hausmüll das giftige Zeug verteilen. Also ich habe das Falsche wieder perfekt gemacht und dann wieder perfekt falsch. Nee, das ist ein jämmerliches Downcycling. Jetzt sagen wir mal, ich habe eine CDU, die die Wirtschaft schützt, die SPD, die den kleinen Mann schützt. Die Grünen laufen mit Freitagtaschen rum und Fridays for Future will Verzicht. Ja, wo ist Hoffnung? Angst ist immer ein schlechter Ratgeber und unser Haus steht auch nicht in Flammen. Und ist es nicht gut, dass es dazu geführt hat, dass jetzt so viele Leute auf die Straße gehen? Die meinen, damit haben sie was bewältigt. Das ist doch völlig unsinnig. Die Maßnahmen stehen in keinem Verhältnis zu dem, was man wirklich tun müsste. Mhm. Und vor allem braucht es ein positives Ziel, wirklich zu sagen, wir holen uns das Kohlendioxid zurück. Im Moment haben wir eine Landwirtschaft, die 10 Kalorien Energie einsetzt für eine Kalorie Ernährung. Jetzt kommt man auf den Flugverkehr und ist ja auch recht, dass man sich darum kümmert. Aber das Internet braucht jetzt inzwischen dreimal mehr CO2-Emissionen als der gesamte Flugverkehr. Eine Google-Recherche sind 40 Gramm CO2. Mhm. Die Leute sollen das Internet abstellen in der Logik davon, dann wären sie eigentlich besser dran. Nein, mir geht es um intelligente Verschwendung, um eine Kultur der Großzügigkeit. Das ist was völlig anderes. Ein Kirschbaum im Frühling spart auch nicht. Er reduziert nicht, er vermeidet nicht. Mhm. Er fühlt sich nicht schuldig irgendwie. Mhm. Aber alles, was der Kirschbaum einsetzt, ist nützlich und kommt wieder anderen Lebewesen zugute. Mhm. Und er holt natürlich aktiv das Kohlendioxid aus der Atmosphäre heraus. Ja. Er ist nicht klimaneutral, er ist klimapositiv. Wenn wir auf dem Weg zu dieser Vision sind und wir waren mal irgendwann bei Null und die Vision wäre 10, wie weit sind wir da gekommen? Cradle to Cradle gibt es jetzt etwa seit 15 Jahren. Inzwischen gibt es 11.000 Produkte. Wenn wir in der Geschwindigkeit so bleiben, dann wird die Welt vor 2050 Cradle to Cradle sein. Okay. Weil wenn man ein einziges Mal begriffen hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann möchte man mit weniger schlecht nicht weitermachen. Diese Klimaziele, die wir jetzt haben, sind möglicherweise erreichbar, wenn Cradle to Cradle sich durchsetzt? Diese Klimaziele sind unsinnig. Mhm. Die Begrenzung der Temperatur auf 1,5 Grad ist absolut fahrlässig, weil das System zerstört sich selber darüber hinaus. Mhm. Und das wird nur auch so nicht erreichen. Wir brauchen ein positives Ziel, weil das Kohlendioxid sich sonst selber aus den Weltmeeren rauslöst und der Prozess sich immer weiter beschleunigt. Ich frage eben auch meine Community oft nach Fragen, die ich stellen soll. Und eine ist eben immer, was können wir tun? Man sollte sich immer, und das hat auch den Erfolg von Greenpeace ausgemacht, fokussieren auf wenige Dinge, die man wirklich ändern will. Mhm. Ein Baby braucht 5.000 Windeln. Einfach den Windeleimer zu Aldi zurückzubringen und zu sagen, Freunde, kümmert euch darum. Weil 20% des Restmülls der Stadt Berlin sind Windeln. Das taucht bei der Plastikdiskussion überhaupt nicht auf. Mhm. Ein Papier, was kompostierbar ist. Im Moment sind immer noch 50 giftige Stoffe drin, die eine Kompostierung oder Verbrennung im Ofen ausschließen. Es gibt jetzt Papier, es gibt eine Healthy Printing Initiative und nur wenn ich in der Schule bin, für die Schulbücher meiner Kinder, für die Zeitung, die Zeitschrift, egal wo ich bin, sage ich, in 3 Jahren soll das Papier kompostierbar sein. Mhm. Das ändert sofort das ganze Spiel. Mhm. Und so kann ich alle Dinge durchgehen, ich nehme 3, 4 Dinge. Dann kann man sich an Gemeinden zurückwenden, die das schon als Modellgemeinden machen, so wie Straubenhardt bei Pforzheim. Ja. Mhm. Die sagt, da kommt der Bürgermeister und der gesamte Rat beschließt, alles wird Cradle to Cradle. Jede Schulrenovierung, alles, was man tut. Meine Heimatstadt Konstanz sollte nicht den Klimanotstand ausrufen, sondern Cradle to Cradle ausrufen. Also der Notstand ist doch die nächsten 70 Jahre nicht durchzuhalten. Das ist nur ein Alibi-Getue. Es wäre doch viel sinnvoller zu sagen, wir werden Cradle to Cradle Modellstadt. Alles wird Nährstoff. Wir brauchen vor allem ein Denken, wo wir die Menschen feiern, als Chance sehen. Mhm. Sagen, schön, dass du da bist. Ja. Denn wenn man den Menschen die Existenz abspricht, wie es jetzt ist, dann werden Menschen raffgierig und feindselig. Dann kaufen sie noch schnell ein SUV. Das, was als Apokalypse dargestellt wird, wird nicht eintreten. Mhm. Wir machen die Katastrophe größer, weil wir dabei eben wichtiger erscheinen. Mir geht es darum, dass wir 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion jetzt in Innovation und Qualität umsetzen können. Und dort sind wir Europäer dann führend. Die Leute auf der Welt begreifen, weniger schlecht ist nicht gut. Ja. Und dann wollen sie gut sein. Mhm. Und darum bin ich ganz optimistisch. Super. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich blende nochmal ein, wo man noch mehr über Michael Baumgart und das Prinzip Cradle to Cradle lesen und sehen kann. Und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.